Also, ja. Und das, ja, Privatuni, voll eingebildet, ich glaube auch. Ey, wir hatten eigene Tonstudien in der Uni. Und einen Kicker. Und eine Playstation. Studios? Ich habe keine Ahnung. Von mir aus. Das war schon geil. Aber danach war ich pleite. Ziemlich pleite. Deswegen heiratest du mich. Richtig, weil ich kein Geld mehr habe. Wo musste ich jetzt überhaupt lang? Ich glaube, ich bin hier richtig. Ich glaube, hier war ich gerade. Also... Und ich sag mal, auch heutzutage, das ist, glaube ich, auch was man tatsächlich so offen oftmals nicht sagen darf, weil das auch wieder komplett von der Gesellschaft schlecht geredet wird, was ich immer richtig scheiße finde, aber es ist halt einfach so. Ich wäre kein Mensch, der 40 Stunden die Woche arbeiten geht. Ich weiß, es ist komplett, ja, legitim. Es ist einfach so, die meisten Leute arbeiten 40 Stunden die Woche in ihren normalen Jobs. Und das ist halt nichts Ungewöhnliches und das macht auch fast jeder und so. Aber ich wäre kein Mensch, der das macht. Weil ich sehr, sehr stressanfällig bin und ich halt auch noch Zeit für anderes brauche. Bedeutet, ich bin jetzt niemand. Oh, okay, ich habe jetzt noch 30 Minuten, bis ich zur Arbeit muss. Nehme ich mal eben eine Folge auf oder so oder mache irgendein Großprojekt. Ich weiß nicht, ich brauche einfach Zeit für alles. Bedeutet, wenn ich jetzt weiß, okay, ich mache den Haushalt heute, dann möchte ich aber auch den ganzen Nachmittag Zeit dafür haben und nicht, ja, ich habe jetzt mal eben 20 Minuten, dann muss ich weg, dann muss ich arbeiten, dann habe ich nochmal 20 Minuten, dann habe ich heute Abend noch ein bisschen Zeit. Ich schiebe sowas halt echt ungern dazwischen. Deswegen, und vor allen Dingen, ich stecke gerne Zeit in alles. Bedeutet, ich habe halt gerne Zeit, um den Haushalt vernünftig zu machen, genug Zeit, um alles Wichtige soweit zu planen und Zeit eben auch für die Leute, die mir wichtig sind und so und eben auch für die Streams und auch für die Arbeit und so. Und deswegen wäre ich keine Person, die halt wirklich 40 Stunden die Woche arbeiten gehen möchte. Ich arbeite ja in Teilzeit quasi und ja, arbeite dann da in der Agentur auch wirklich mit Herzblut und allem und gebe mir da super viel Mühe und mache halt auch gerne mal was in meiner Freizeit dafür, wenn es sein muss. Aber ich habe halt auch noch genug Zeit für den Haushalt, für alles und für die Streams und gut, eigentlich habe ich nicht genug Zeit, weil die Let's Plays immer noch sehr viel fressen, aber prinzipiell und so. Und das ist auch okay für mich. Ich finde, das ist einfach, das passt zu mir, damit bin ich glücklich und dementsprechend gibt es da auch nichts, für was ich mich rechtfertigen müsste. Viele Leute haben kein Problem, so viel zu arbeiten, aber für mich passt das einfach so besser. So, ne? Aber, wenn du irgendwo hingehst, das habe ich jetzt leider schon ein paar Mal gehabt, Story Time dazu. Ich war vor einiger Zeit bei einem Arzt, nichts Relevantes, einfach nur so, und das war halt unter der Woche. Da hat die Ärztin halt auch gemeint, ah, haben Sie heute frei und so, dass Sie heute hier sind? Ich so, ja, ich habe halt an dem Wochentag halt immer frei, weil ich halt, ne, Teilzeit und so. Und da hat sie mich richtig, richtig hart entsetzt angeguckt und gemeint, wieso arbeiten Sie denn nicht 40 Stunden die Woche? Sie haben doch noch keine Kinder und so. Und ich wusste ganz ehrlich in dem Moment nicht, wie ich reagieren sollte. Ich habe mich so blöd gefühlt in dem Moment, irgendwie so schlecht irgendwie, als hätte ich irgendwas falsch gemacht, so als wäre ich irgendwie unnormal, als würde ich irgendwie, wie gesagt, was Dummes machen oder so. Ich wusste in dem Moment überhaupt nicht, wie ich das rechtfertigen sollte, weil das für mich einfach, das ist für mich halt einfach so, das ist für mich nichts Schlimmes, das ist halt voll okay und so. Und wie gesagt, ich war irgendwie komplett perplex in dem Moment. Ich hatte keine Ahnung. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich geantwortet habe. Ich wusste einfach nicht, was ich sagen sollte. Und das ist so der Moment gewesen, wo ich mir auch gedacht habe, es ist eigentlich echt krass, wie unnormal solche Dinge sind, obwohl sie nicht unnormal sein sollten, weil einfach jeder anders ist. Melli, ich weiß es nicht. Ich glaube, das war noch nicht mal böse gemeint. Ich glaube, die Person hat auch einfach nicht drüber nachgedacht. Weil es einfach ungewöhnlich. Ich meine, was glaubt ihr, was sich Leute anhören müssen, die hauptberuflich streamen? Und die dann quasi in so einem klassischen Umfeld, sag ich mal, dann sagen, dass sie Streamer sind. Sei es jetzt irgendwie bei Familienfeiern oder beim Arzt oder so, weil das einfach was Ungewöhnliches ist irgendwie, was nichts Schlechtes ist, aber es ist einfach noch nicht so etabliert. Ich möchte nicht wissen, was die Leute sich teilweise anhören müssen. Nur...
Ich bin irgendwie auch mittlerweile bei dem Punkt angekommen, wo ich vergessen habe, dem Typen sein Item wiederzugeben, fällt mir gerade ein. Ich werde bestimmt gleich nochmal zurücklatschen. Das habe ich voll vergessen vor lauter Quatschen. Ups. Nee, ich bin mittlerweile so an dem Punkt angekommen, wo mir das irgendwie ansatzweise egal ist. Entertainer oder Ententrainer? Der Ententrainer. Hattest du Dings? Nee, okay. Also ich weiß nicht. Ich sehe das mittlerweile irgendwie nicht mehr ein, mich für Dinge zu rechtfertigen, für die ich mich nicht rechtfertigen muss. Und ich versuche einfach mit möglichst viel Toleranz durchs Leben zu gehen. Und gut, wir alle verurteilen hier und dort. Wir alle sehen diese eine Person draußen auf der Straße, deren Hose 5 Nummern zu eng ist und denken uns unseren Teil. Ich glaube, da kann sich jetzt niemand von freisprechen, dass das auch mal vorkommt. Aber prinzipiell versuche ich, das einfach alles zu tolerieren. Jo. Ja, Oma, das auch. Ich finde vor allen Dingen, Gaming ist so ein umfangreiches Hobby und gibt uns einfach so viel und nicht nur irgendwie Ausklang zum Alltag. Man kann durch der Gaming auch so viel lernen, es werden so viele Werte vermittelt und man kann in so viele schöne Welten eintauchen. Also das ist einfach so viel und ich finde, du brauchst halt prinzipiell auch nichts anderes, weil ich finde, Gaming ist halt wirklich ein großes Hobby. Und ob ich jetzt sage, ich bin Sportler oder Musiker oder Gamer, ich finde, du brauchst keine 30 Millionen Hobbys. Ich finde, Gaming füllt die Freizeit komplett aus. Und wie wir letztens auch für die Hochzeit zum Gespräch waren, wurden wir auch halt so ein bisschen gefragt, ja, hier Hobbys und so, ja, Gaming. Ja, okay. Und was haben sie noch für Hobbys? Und dann so, naja, also. Und dann so, ja, machen sie denn Sport? Ja, sporadisch. Reisen sie denn gerne? Ja, ab und zu. Ich habe mich so komisch gefühlt, so nach dem Motto, ja, schön Gaming und was sonst noch so. Und ich dachte mir so, also, irgendwie habe ich mich dann echt wie der übelste Nerd gefühlt. Und es fühlte sich irgendwie so an, als wenn mein Leben einfach unglaublich langweilig wäre, weil ich nur dieses eine Hobby habe. Aber zum Glück nur in dem Moment. Danach dachte ich mir so, okay, alles gut. Ah ja, die Awkward-Situation. Die Sache ist, mein Hobby ist ja nun mal Gaming. Ich spiele gerne privat. Ich streame super gerne. Ich habe auch immer gerne Let's Plays gemacht. Plus, ich wollte jetzt nicht unbedingt noch sowas wie Anime oder so aufzählen. Das hätte es, glaube ich, nicht besser gemacht. Aber all... Das hätte den Couch-Potato-Status auch nicht wieder wettgemacht. Also ich weiß nicht, es ist ja viel irgendwie. Und es reicht mir auch voll und ganz. Aber in solchen Situationen ist das immer so, Naja, man muss natürlich nicht die Wahrheit erzählen, aber wenn sowas halt so plötzlich gefragt wird, du überdenkst ja nicht unbedingt dann so schnell innerhalb von 2 Sekunden, also von wegen, lüge ich den jetzt einfach mal an, damit das nicht so awkward wird? Das denkst du dir dann vielleicht hinterher. Aber ja, ich glaube, wir kennen alle so diese Situation. So, ich muss nur dran denken, wie gesagt, dass ich gleich nochmal zurücklatsche. So, was ist mit dir? Oh. Yo! Erstmal die Choice-Bags bekommen. Glaciola OP. Glaciola macht eh nur Aurora-Beam. Gut, ab und zu auch mal Eischart. Wie könnte ich das denn noch geben? Ich habe einen Scarf. Und ich habe jetzt die... Irgendwo. Die Specs. Lorarin Megastein. Punkt. Lorak hat den Megastein. Alle anderen haben eigentlich nicht so was Spannendes. Aber Specs? Gut, ich könnte sie Ike geben. Für den Surfer. Nefene hat halt noch nicht so die eine Durchschlagsattacke und auf Alia lohnt es sich nicht. Was würdest du sagen? Ike oder Sauron? Die Specs? Ja. Sauron.
Weil ich habe halt auch den Eischart, ne? Eigentlich. Sorry, mach so viel Schaden. Ja, so schon dann wahrscheinlich den besten Spit. Nur und mal ausgenommen, würde ich sagen, hat Sorin den besten Spezial in deinem Team, oder? Ich kann mal gucken. Was Scarf? Weiß ich nicht. 57, 88, 54, 103 hat den besten. Scheiß auf Blurk, es hat den besten. Ja. Hat Blurk sogar weniger als Nefine? Ist das richtig, oder? 88. Genauso viel. Aber Nefine ist ein paar Level tiefer, du hast als Nefine höhere Spezialangriff. Was ist so für einen schlechten Spezialangriff gefaust auf Blurk? Die anderen sind. Ja, gut. A plus. Ja, gut. Ja, ich glaube auf Sorin. Wenn du dann irgendwann noch einen Eisstrahl bekommst, tötet Sorin damit alles. Ja, aber wie einfach random. Okay, die Lady rumsteht. Hier, deine Specs. Nein. So, jetzt muss ich aber nochmal, wie gesagt, kurz zurückrennen, um dem Typen sein Item zu geben. Bevor ich das vergesse. Ich weiß noch nicht mehr, wo der stand, aber ich werde ihn schon wieder finden. Aber schön, dass ihr euch auch so gut im Chat unterhaltet. Ich kann jetzt natürlich nicht alles lesen, weil ich nebenbei noch spiele und ihr teilweise halbe Romane schreibt, aber das ist dann ja auch gar nicht böse von mir gemeint. Nicht, weil ihr irgendwie uninteressant seid oder so. Nicht? Nein. So. Kommando zurück. Wo stand der Typ denn nochmal rum? Oben war nur der Tauschtyp, ne? Stand der hier irgendwie weiter oben, der Typ? Mal gucken. Das mache ich jetzt auch zuallererst. War der denn? Hier, oder? Das ist gar nicht mein Tool. Okay. Okay, was tut der da? Hat er einen Kampfwander gegeben? Ja. Den Versus Seeker? Ja, der Kampfwander im Englischen. Okay. Du hast nichts mehr vom Gameplay mit. Ja gut, ich laufe eh nur durch die Gegend. Wenn irgendwas ist, wie mit den Choice Specs zum Beispiel gerade, das hört ihr ja, weil ich es ja dann auch nochmal gesagt hatte. Der Arena-Kampf ist ja jetzt auch schon vorbei, dementsprechend ist jetzt eh erstmal nur entspannt erkunden. So. Aber dafür ist ja Gaia auch eigentlich ganz gut. Es ist irgendwie auch einfach so ein Projekt, wo man gut nebenbei über alles Mögliche reden kann. Das ist schon ganz praktisch und dafür ist dann ein bisschen was Storylastigeres natürlich nicht unbedingt dafür geeignet. Ich habe keinen Schutz mehr aktiviert. Du guckst die Streams eh nur wegen dem Chat. Jetzt fühle ich mich ja schon so ein bisschen beleidigt. Wahrscheinlich hast du einfach die ganze Zeit den Stream gemutet und denkst dir so, ich schreibe nur im Chat. Oder so. Das wäre mal richtig keck. Kann ich hier auch weiter oder muss ich nach unten weiter? Ich habe doch keine Ahnung mehr. Mal gucken. Hier kommst du irgendwie überall weiter, habe ich so das Gefühl. Oh, da wollte ich nicht hin. Naja, das weißt du auch, Jules, weil du meine Gedanken lesen kannst, nicht weil du das gehört hast. I see. Das ist natürlich schon ziemlich smart. Wo ist dein Sub, Kai? Kai hat ihn gefressen. Das wird es sein. So, ich glaube, jetzt sind wir auch wieder fast da, genau. Ich weiß auch nicht, was Kai da oben möchte. Mal gucken. Ich warte auf den Tag, wo Kai mal irgendwann eigenständig subscribt und mich damit überrascht. Aber dieser Tag wird niemals kommen. War das hier das Gebiet, wo ich irgendwo mein Geschlecht gewechselt hatte in der Beta? Ich glaube schon. Gleich erstmal testen. Hallo, Pika. Wir werden nicht wieder gegen Svenja verlieren. Oh!
Oh, da bist du ja. Der Ort hier ist ziemlich cool, oder? Ah, wenn wir uns da geholfen haben, dann können wir doch ins Battle Marsh. Aber ich sag dir, wir kämpfen und das meinte ich auch so. Da halten meine Pokémon der Sack. Jetzt, wo ich mich eh gerade geheilt habe. Aber okay. Oh, jetzt will Kai es aber wissen. Was hat Kai da eigentlich für Klamotten an? Stiefel, Hose, Gürtel, Shirt, Weste und Brille. Kai ist ja mal richtig stylisch. Jules, dankeschön, dass du Kai ein Sub geschenkt hast, der olle Schnorrer, du. Dankeschön. Das war irgendwie nicht abzusehen, aber es hat mich jetzt auch nicht überrascht. Nein, du sollst mich nicht paralysieren. Kai. Kai gewinnt wieder mit den Hex, Baby Rage. Aber hey, Rariyama. Wie, er hat Rariyama rausgeholt. Warum hast du 6 Pokémon? Ich weiß nicht, ob ich jetzt mehr verstören sollte. A, seine Hex. B, dass er ein Rariyama hatte. C, dass er sein Pokémon gewechselt hat. D, dass er 6 Pokémon hat. Boah, Kai. Bitte sei doch nicht so nervig. Autsch, so ganz schön weh. So, wir machen das erste schon mal platt. Rotom. Das normale Rotom? Gucken wir mal. Und wo hat er überhaupt das Rotom her? Kein... Och, Kai! Ah! Sei doch nicht so ein Sack! Ich überlege mir das nochmal mit der Direct morgen, ob wir die wirklich zusammen gucken. Deine Chancen schmelzen gerade dahin. Oh. Oh. Ist das nervig? Ding auch noch Unheilböen. Wenigstens ging das jetzt mal daneben. Nee, ich habe auf die Boosts tatsächlich gewartet, aber zum Glück kamen sie nicht. Ich bin schneller als Hariyama, oder? War. Gott. Und das halt auch nur, dass er keinen Speckschicht hat, aber nur normal. Ja. Ja. Was schickst du da rein? Guck einfach mal. Es sieht nicht aus wie ein Schilterus, aber okay. Hat nur leider Robustheit vermutlich. Ich hoffe, das überlebe ich jetzt noch auf der Range. Nein, tue ich nicht. Ich hatte Hoffnungen. Aber ich wusste jetzt auch nicht auswendig, welches Pokémon das ist. Sonst hätte ich vielleicht im Vorfeld gewechselt. Also Kai ist jetzt offiziell ein Mörder. Er hat Glaciola ermordet. Was soll er ermordet? Torterra. Jetzt um Glaciola. Ja.
Hat Kai nicht gerade was vom Megabisaflor geschrieben? Ist zwar nah dran. Ja. Ich hab mal den falschen Knopf dafür. X oder Y? Im besten Fall Y, weil es Lurak Y ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist X bei mir. So. Sorrento, tschö tschö. Ja. Torterra auch. Und was haben wir jetzt noch? Altaria. Jetzt so ein Eis-Pokémon. Boah, Kai. Ob sich das Ding negert? Ja, aber trotzdem einfach mal Feuer drauf machen. Feuer! Boah, macht trotzdem noch guten Schaden. Problem ist halt, der Rest meines Teams ist ziemlich zerlegt. Deswegen habe ich nicht so viele Möglichkeiten. Chatbox tot? Also bei mir im Stream läuft sie. Aber ich gucke auch nicht permanent drauf. Kann sein, dass sie ab und zu sich mal resetten muss. Die Chatbox hat auch den Atem angehalten bei diesem Kampf hier. Ich hoffe, das Ding killt mich jetzt nicht. Nö, okay. Meine Güte. Kai war schon ein bisschen anstrengend gerade. Ah, er ist nicht begeistert. Ich versuche meine Wut für mich zu behalten, aber zu verlieren ist schon schmerzhaft. Vielleicht bin ich einfach nicht dafür gemacht, ein Trainer zu sein. Aber ich sollte nicht so hart zu mir selbst sein. Ich habe noch was zu erledigen, wir beide. Let's go! Okay. Battle Marsh. Aber ich glaube, da kann ich jetzt wahrscheinlich noch nicht viel machen, oder? Aber ich kann mich heilen. Haha. Das ist doch schon mal gut. Aber es könnte irgendwie so eine Kampfeinrichtung für später sein. Aber vielleicht kriege ich hier ja noch irgendwas. Ja, zum Beispiel ein Fokus-Sash. Problem ist, so ein Fokus-Sash, wenn man ihn einmal verbraucht hat, kommt er wieder? Oder wie ist das hier? Sash ist weg, wenn du verbraucht bist. Oh. Nur halt in so Online-Kämpfen und sowas. Ich glaube, da bringt uns das nicht so viel. Was haben wir hier? Okay. Aber gut, haben wir uns ja auch einmal umgesehen und wir haben uns zumindest geheilt. Aber ich meine, hier war auch irgendwo, wie gesagt, die Stelle, wo ich mein Geschlecht gewechselt hatte. Aber es ist immer noch das Moor, also kennen wir die Pokémon hier auch. Calcium nehme ich auch nochmal mit. Ich finde auch diese kleinen Seerosenblätter oder was das sein soll, echt ganz schick. Quick Claw. Ja. Kann man vielleicht auch irgendwem geben. Einmal nach unten. Also ich habe meinen Beutel so gut leer gemacht und jetzt ist er wieder bis oben hin voll. Ja, komm. Nimm du sie mal einfach. Huch. Und einen Pilz habe ich auch noch mitgenommen. Ich denke mal, die nächste Stadt sollte ja auch bald kommen. Never mind. Also schon wieder Kai! Das ist also Telmerk. Sieht riesig aus, oder? Oi! Ach Gott, ja! Die Straßengang! Das kommt jetzt alles so langsam zurück. Wahrscheinlich auch, weil es eher am Ende des Hacks war. Oder am Ende der Beta und ich dementsprechend das noch eher weiß. Euch beide habe ich hier noch nie gesehen. Ich bin Akuto.
Ah, du bist hier der große Boss. Und wir haben zusammen eine Organisation. Man kennt uns als die Mighty Mightyenas. Leg dich nicht mit uns an. Okay. Aber genießt euren Aufenthalt. Was sollte das? Irgendwie war er seltsam, oder? Aber gut, ich frage mal ein bisschen umher. Mhm. Und wir sollten noch Informationen über die New Elders sammeln. Aber wie gesagt, ich meine, ich hatte da mein Geschlecht geändert auf dem Wasser. Das haben sie scheinbar, wie gesagt, gefixt. Modern City on the Marsh. Joa, da haben wir auf jeden Fall gut was zu erkunden hier. Oh, andere Schwester Joy. Okay. Hey, Sweetie, want me to heal your cutie Pokémon? Ich wollte nur gucken, ob sie das anderes sagt. Geheilt bin ich ja. Aha. Wie das mit Taucher war der Bug ganz am Ende. Quasi, als wir getaucht sind, obwohl wir nicht hätten tauchen sollen. Aber wir haben auch zwischendurch beim Surfen unser Geschlecht geändert. Als wir quasi kurz an Land gegangen sind. Und ich meine, das war dort. Das mit Taucher kommt, glaube ich, erst später. Da müssen wir, glaube ich, noch ein, zwei Städte weiter oder so. Da, wo die Beta letztendlich aufgehört hatte. Da bin ich auch mal gespannt. Das müssen wir eigentlich aus Prinzip dann mal testen, ob das immer noch funktioniert mit dem Weimar. Halb neun? Ja, halb neun. Was meinst du, warum ich jetzt langsam Schluss mache? Ich muss morgen auch wieder früh raus. Aber wir haben heute gut was geschafft. Wir haben das Meer erkundet. Das ging tatsächlich schneller, als ich gedacht hätte. Wir haben die nächste Stadt erkundet. Wir waren bei der Nemesis Cave. Wir haben die Arena gemacht. Wir haben das ganze Moor gemacht und sind jetzt in dieser Stadt hier angekommen. Also das hat tatsächlich ziemlich gut geklappt vom Fortschritt her. Das war auch mehr, als ich anfangs vermutet hatte. Die Routen sind dann doch irgendwie nicht so lang, wie ich befürchtet hatte. Aber hey, Fortschritt. Und wir haben unser Mega-Glurak. Das ist doch auch sehr, sehr schön. Das war total schön heute. Das ist doch schön. Wir hatten auch einige tolle Themen auf jeden Fall. Und wie gesagt, dann können wir im nächsten Stream Telmerk City gründlich erkunden. Ich weiß auch gar nicht, ob hier eine Arena ist, werden wir ja feststellen. Und ja, da mal schauen, was so passiert. Aber ich wollte gerne noch bis zu der Stadt kommen, weil das ist, glaube ich, ein ganz guter Ausgangspunkt, um einfach im nächsten Stream dann zu wissen, wo ich hin muss.